Mensch, Chico, komm doch mal, du lahme Ente. Mann, du bist wirklich lahmarschig. Kein Wunder, dass er so lahmarschig ist. Schaut mal, wie fett er ist. Ja, ist so. Iss mal weniger, Pummelchen. Chico, du bist traurig. Du bist wirklich die Lachnummer unserer Herde. Ja, Chico, ich schließe mich den anderen voll und ganz an. Du bist auf gut Deutsch gesagt einfach nur hässlich und fett. Entschuldigung. Aber... Ach, hör nicht auf die. Ja, die wollen dich nur ärgern und runtermachen. Aber ich bin wirklich fett. Und hässlich. Oh, schau mal. Die Loser wollen den kleinen Pummel trösten. Ach, ist das süß. Ach, Pünktchen. Wusste gar nicht, dass du auf der Seite von Chico stehst. Also Campari, von dir hätte ich das echt nicht gedacht. In der Loser-Gruppe. Dass du dich nicht schämst. Naja, egal. Ich will mich jetzt nicht länger mit den Losern da umgeben. Ich gehe woanders hin. Tschüss noch. Ja, okay, ich gehe auch weg. Tschüss, ich lasse euch Loser mal besser alleine. Hey, wartet. Ich komme auch. Wo gehen wir hin? Also ich würde vorschlagen, wir treffen uns da, wo sich nur die coolen Pferde treffen. Und wo es keine so Loser wie Chico, Pünktchen oder Campari gibt. Ekelhaft sowas. Aber ich bin doch kein Loser. Nein, bist du nicht. Lass die nur labern. Die haben in ihrem Leben eh noch nie was auf die Reihe bekommen. Und Chico, wir wissen, was du alles durchmachen musstest. Wir verstehen das und lass dich nicht noch fertiger machen, als du eh schon bist, von diesen komischen Pferden. Das sind sie nicht wert. Glaub mir. So, ich bin froh, dass wir jetzt hier sind. Ohne diese ganzen Loser. Ja, echt so. Was glaubst du, wie ich erst froh bin, dass die nicht auch hier sind? Ja, ganz ehrlich, das wären jetzt die letzten, auf die ich Bock hätte. Aber was ist, wenn sie wirklich recht haben? Leute, bin ich wirklich so ein fetter, hässlicher Loser, wie sie behaupten? Ach was, Chico, du bist doch nicht fett und hässlich bist du auch nicht. Ja, Chico, das stimmt. Ich meine, jede Rasse vom Pferd ist anders gebaut, sieht anders aus. Und du bist nun mal du, du bist ein Haflinger. Du kannst nun mal nicht so aussehen wie ein Trakehner oder ein Friese. Guck mal, sieh mich an, ich bin sportlich gebaut. Bei dir, du bist zwar auch sportlich, aber du bist eigentlich auch vielseitig einsetzbar. Ich zwar auch, aber ich kann besser springen als du, das weißt du hoffentlich. Ja, klar, aber das gibt doch niemandem das Recht, beleidigt zu werden, nur weil die Stärken irgendwo anders liegen und nur weil man anders aussieht. Das stimmt. Naja, früher wurde ich auch von Callistro gemobbt. Er hat mich gemobbt wegen meinen Pünktchen. Naja, was kann ich dafür? Ich bin ein Knappstrupper. Bei mir ist es, glaube ich, normal, Pünktchen zu haben. Naja, wie dem auch sei, ich gehe mal nach da drüben. Okay, mach das. Oha, das sind ja die coolen Pferde. So, und oh mein Gott, der ist auch noch blöd. Aha, da hinten, da belauscht uns einer. Hm, wo denn? Na, das will ich jetzt aber auch sehen. Aha, wenn das nicht mal Chico ist. Hallo, ich wollte gerade da vorbeigehen. Aha, das haben wir gesehen. Du standest da rum und hast uns belauscht. Und jetzt? Chico, hast du es nicht mitbekommen? Niemand will dich hier, besonders nicht wir. Und was soll ich jetzt tun? Chico, ich glaube, wir haben eine coole Idee. Wie wär's, wenn wir... Coole Idee, Leute. Oh, Chico, komm mal her, wir haben eine richtig coole Idee. So wirst du bestimmt hundertprozentig cool. Was für eine Idee denn? Ich will cool werden. So, Chico, dann erklären wir das mal. Und ihr seid euch sicher, wenn ich das hier esse, werde ich cool? Ja, dann wirst du richtig cool. Und du wirst super toll aussehen. Niemand wird dir widerstehen können. Ja, ist das. Dann wirst du richtig cool. Dann wirst du sogar noch schöner wie Callistro. Ja, und das will was heißen.
Also, viel Glück, Chico. Schmeckt irgendwie komisch. Wow, Leute, ist es normal, dass wer jetzt so schwindelig wird? Ja, die Verwandlung wirkt schon. Okay. So, wir gehen wieder an unseren coolen Platz. Komm nach, wenn du cool geworden bist. Ja, tschüss. Oh, ich fühle mich so komisch. Wow. Au. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann gleich nicht mehr atmen und... Haha, wir haben ihnen von den vergifteten Blättern eine gegeben. Von den Blaugrassträuchern. Ich weiß nicht. Ich denke, der wird das nicht überleben. So, dann wird er uns auch nie wieder nerven mit seiner Uncoolheit. Ja, aber sowas von. Chico? Chico! Mann, wo kann er nur sein? Ich habe auch echt keinen Plan, wo er sein könnte. Hey, ihr drei, habt ihr vielleicht Chico gesehen? Nö, nie. Ist es ein Haflinger? Ja. Kann das sein, dass er vielleicht mit Diamond, Stardance, Callisto und Isabel weggegangen ist? Keine Ahnung, die sind normalerweise nicht mit ihm befreundet. Sie sind davor gelaufen. Okay, dann gehen wir mal nach da vorne. Und? Was, Diamond? Sucht ihr etwa nach diesem behinderten Chico? Ja, wir suchen nach Chico, aber er ist nicht behindert. Ich würde mal da vorne nachsehen. Da, wo die ganzen tollen Bäume wachsen. Ja, wir haben ihn eine Mutprobe machen lassen. Sagen wir es mal so. Wir haben ihm ein giftiges Blatt gegeben. Wir wissen nicht, ob er noch lebt. Er liegt da hinten irgendwo. What? Ihr habt was? Ja, richtig gehört. Wir wollten ihn von seiner Uncoolness ablösen. Ihr habt was? Spinnt ihr? Wow, gepunktetes hässliches Ding. Nicht weiter. Wenn du Stardance irgendwie anrührst, dann geht's dir an die Kehle. Das verspreche ich dir. Ja, Rotband. Und dir geht's gleich auch an die Kehle, Isabel, du blödes. Alles ist gut, Campari. Ja, okay. Aber wir müssen jetzt Chico suchen. Und ihr seid das Allerletzte. Ihr seid nicht cool. Ihr seid... Campari, ruhig. Okay, wir gehen jetzt Chico suchen und dann mache ich euch fertig. Chico, da bist du ja. Chico? Campari, ich glaube, er ist bewusstlos. Ich denke, er atmet noch. Wir sollten ihm irgendwie ein Gegenmittel geben. Weißt du etwas? Ja, du musst ein rosa Blatt pflücken von der rosa Blüte, was ja auch logisch ist. Und dann muss man das irgendwie auf die zwei Ohren legen. Okay, wo wächst diese Blume? Das weiß ich nicht. Da nix wie los. Wir gehen mal nach da. Vielleicht finden wir eine. Okay. Also ich weiß es nicht mehr. Meine Mutter hat mir das damals irgendwie gezeigt. Weil mein Vater hat damals auch so ein giftiges Blatt gegessen. Du musst dieses Blatt auf jeden Fall auf deine zwei Ohren irgendwie verteilen. Und dann? Ja, und dann irgendwie ein Stück auf die Nüstern legen. Und... Ja, und dann? 3 Sekunden warten und das Wort rosa Blüte sagen. Okay, dann, da vorne ist so eine rosa Blüte. Könnte sie das sein? Oh mein Gott, was ein Zufall. Wow, Campari, da liegt wirklich ein Stück rosa Blüte. Ja, ich hab's halt drauf, ne? Von wegen Loser. Okay, schnell. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Warum? Gibt es irgendeine Zeit? So ein Zeitlimit? Ja, also er darf nicht länger als 20 Minuten da liegen. Weil sonst stirbt er. Komm. Oh mein Gott, ja, da müssen wir uns schnell beeilen. So. Rosa Blüte. Und jetzt 3 Sekunden warten. 1, 2, 3... Was ist passiert? Erklären wir dir alles später. Ich muss noch zu gewissen coolen Pferden. Coole Pferde? Was? Wie, du kannst dich nicht erinnern?
Was für coole Pferde. Callisto, Isabel. Ach so, die? Ich habe eine Mutprobe gemacht. Ich musste so ein Ding essen und dann lag ich hier. Jetzt bin ich aufgewacht und... Ist irgendwas passiert? Sie haben versucht, dich umzubringen. Was? Sie haben versucht, mich umzubringen? Ja. Oh mein Gott. Jetzt gibt's aufs Maul. Ach, ich bin froh, dass wir diese ganzen Loser losgeworden sind. Ja, ich erst. Oh mein Gott, und ich? Ja, gleich traue ich auf einmal. Neuer Rekord, Leute. Yay! Och nö, da kommen die wieder. Und nein, Callisto lebt. Leute, ich verstehe das nicht. Er sollte doch schon längst tot sein. Mist. So, ihr vier Spaßkanonen. Ihr angeblich coolen Pferde. Was fällt euch ein? Ihr wolltet mich umbringen. Seid ihr endlich noch ganz sauber? Reg dich mal nicht auf, Fettklops. Ja, ey, nie wieder nennt ihr mich so. Und nie wieder redet ihr auch nur ein Wort mit oder über mich. Also mit mir oder über mich. Ey, ich finde das eine absolute Frechheit. Ihr habt mich seit dem Kindergarten fertig gemacht. Bis jetzt. Und warum? Weil ihr neidisch seid. Ihr seid ganz einfach neidisch. Puh, auf was sollen wir denn bitte neidisch sein? Damals. Den Buchstabierwettbewerb. Oh. Ja. Oh, Diamond. Da kannst du jetzt ganz laut Oh sagen. Ich habe euch alle abgezogen. Alle. Und ihr konntet es nicht vertragen, weil ihr immer, immer und immer alles gewonnen habt. Und einmal habe ich einen Wettbewerb gewonnen. Und ihr wart einfach zu Tode neidisch auf mich. Und dann habt ihr angefangen, mich zu mobben, mich runterzumachen, damit ich die Schule verlasse. Aber ich habe die Schule nicht verlassen. Und ihr habt mir die Schulzeit wirklich zur Hölle gemacht. Und wofür? Nur wegen einem scheiß Buchstabierwettbewerb? Ihr seid wirklich traurig. Ihr seid nicht cool. Ihr seid einfach... Weißt du? Ihr seid hier die Loser, nicht ich. Und mit solchen Leuten muss ich mich nicht abgeben. Was? Ihr wolltet Chico umbringen? Chico umbringen? Das geht gar nicht. Das ist nicht cool. Nee, das ist wirklich nicht cool. Chico ist ein so nettes Pferd. Und nur weil man neidisch ist, muss man ihm nichts anhaben wollen. Ihn mobben, ihn fertig machen. Ja, in Wirklichkeit ist Chico nicht der Loser, sondern ihr. Aber Leute, guckt euch ihn doch mal an, er ist hässlich. Ja, hallo. Ja, unterstützt doch uns. Wir unterstützen euch nicht mehr. Nein, es war ein Fehler. Nein, den einzigen, den wir hier unterstützen. Ja, den einzigen, den wir unterstützen. Ist Chico und sonst niemand anderes. Aber wir sind die Coolen und... Ihr, cool, schämt euch. Wir sind jetzt die Coolen, ob es euch passt oder nicht. Pff, das muss ich mir nicht geben. Tschüss. Tschüss. Es wäre schön gewesen, du wärst gestorben, du Blödmann. Halt, Moonlight, bevor du gehst, mit dir habe ich noch ein Wort zu reden. Du... aus dem Kindergarten. Für mich ein mega guter Freund. Und dann hast du dich irgendwie mit Callisto angefreundet, kann man das gar nicht nennen, aber er ist irgendwann mal auf dich zugekommen und hat gesagt, warum bist du denn mit dem Chico befreundet? Der ist doch blöd. Und du hast dich distanziert von mir. Für was? Um mit diesen Losern abzuhängen? Mit diesen Leuten, die Leute als Loser abstempeln. Okay, ich stempel die jetzt gerade auch als Loser ab, aber mit solchen Leuten... Hast du dich dann abgegeben, um gegen mich, gegen deinen besten Freund zu hetzen? Du bist traurig, Starlight. Stardance. Du warst meine allerbeste Freundin. Du warst meine erste Freundin. Meine erste Kindergartenfreundin, okay? Und du... Und die... Ihr habt das alles kaputt gemacht. Ich will dich nie wieder sehen. Geh auf die Seite. Aber... Nichts da, Stardance. Du hast ihn gehört. Geh auf die Seite. Für Chico. Ich habe ja gesehen, du weißt noch nicht mal mehr meinen richtigen Namen. Und du hast mich erst als Junge betitelt. Ich glaube, ich bin hier nicht die schlechte Freundin, sondern du. Aber Kopf hoch. Du Loser. Ich bleib immer noch bei dieser Entscheidung. Entschuldigung.
Und seit diesem Zeitpunkt waren die angeblich ach so coolen Pferde nie wieder gesehen. Und Pünktchen, Chico, Caramello, Shadow, Sunrise und Campari waren die lebenden Beweise dafür, dass man sich auch gegen die Leute, die einen mobben, durchsetzen kann. Und dass diese dann doch ganz schön tief fallen. Denn wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber hinein. Also Leute, merkt euch, es bringt nichts, andere Leute runterzumachen. Es hilft erst dann was, wenn man bemerkt, oh, da wird einer runtergemacht. Und man sollte ihm helfen. Denn erst dann kann Mobbing behoben werden. Und wenn du selber gemobbt wirst, suche dir Verbündete, geh zu einer Vertrauensperson, etc. Nur so kann dir geholfen werden. Und glaub mir, die Leute, die mobben, die haben ein sehr, sehr schlechtes Selbstbewusstsein. Die Mobber verlieren immer. Früher oder später kommt alles auf einen zurück. Also, tschüss. So Leute, ich hoffe, der Kurzfilm hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo von dir freuen. Und da ich ja am Anfang des Videos niemanden gegrüßt habe, mache ich das jetzt noch schnell. Und zwar grüße ich heute SchleichTV, dann Pferde-Love und Laura. Also, liebe Grüße gehen raus an euch drei. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar mit dem Hashtag Noninator und vielleicht werdet ihr dann im nächsten Video gegrüßt. Ja, Leute, tschüss!